Clara, ich bin am Lager. Libertad braucht diesen Treibstoff. Du musst also nicht nur die Armee ausschalten und das Lager einnehmen, sondern auch das Benzin sichern. Das musst du clever anstellen, Dani. Such dir eine erhöhte Stelle und benutze dein Telefon, um Kameras und Alarme auszukundschaften. Ja, ja, verstanden. So, und damit zurück zu Far Cry 6. Ich habe leider vorher die Aufnahme schon gestartet. Leider hat es nicht aufgenommen. Und ich bin jetzt schon an der Basis. Also die eine Hälfte der Mission habe ich schon gemacht. Aber das war eigentlich nur so einen kleinen Stützpunkt übernehmen und das war's. Und jetzt bin ich schon an der Basis und muss das Treibstofflager einnehmen und den Treibstoff sichern. Also viel ist nicht passiert. Oh. Was für? Ich habe natürlich vorher jetzt keinen markiert. Pass bloß auf, Dani. Metall. Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Benzin. Da ist jemand. Was? Scheiße, kann es mal rum. Da ist auch noch einer. Da kommt jemand. Da ist Munition drin. Ah. Oh, da ist auch ein. Oh, wieso hast du mich so schnell gesehen? Ist egal, wenn es überhitzt. Wurde ja eh schon entdeckt. Oh, Scharfschütze. Rum.
hochklettern. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Dann rufen wir mal meinen Kollegen. Da kommt er schon. Mach mal in deine Arbeit. Geschafft. Das waren alle? Ich dachte, da waren noch mehr. Neues Schnellreiseziel verfügbar. Okay. Alles klar, Benito. Rosario ist tot und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Mijo. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mach mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind hier sicher. Gracias, Dani. Schauen wir mal, was der zu sagen. Auf der Insel lebt ein riesiges Schwein, das den ganzen Weg von Antons verdammtem Zoo hierher geschwommen ist. Töte es und hilf diesen Menschen. Sehr nett von dir. Schwein? Verdammt. Clara, Benito ist wieder auf deiner Seite. Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Scheiße, Dani, danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Jetzt kann ich Fische angeln. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abnahme. Ich habe meinen Traum erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Dani. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Streichelt. Schnapp sie dir, Guerriero. 1500 Meter. Dann fahren wir da mal hin. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla, Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute.
Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. So. Dann gehen wir mal ganz kurz ins Arsenal. Eine neue Schrotflinte, ein RPD, okay. Werkbank benutzen. Können wir da jetzt einen Schalldämpfer drauf machen? Nein. Fehlt was. Primärwaffe 3. 2. 1. Okay. Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Verstehe, Juan. Ich kümmere mich. Mach das. Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine breite Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit. Was machst du da? Jage das Flugabwehrgeschütz hoch. Wenn ich das will, muss ich das Ding zerstören. Okay. So, gehen wir mal auf den Turm. Da ist einer. Da. Ein Offizier. Das ist das Geschütz. Ist hier vorne einer? Nein. Da unten auch nicht. Also muss ich die hier vorne ausschalten. Die haben mich gesehen, okay. Dann würde ich sagen, greif die mal an. Du abholst am Boden. Nein. Ja.
Hä, wieso treffe ich den denn nicht? Okay. Okay, im Laufen. Gemischt. Ah, Scheiße. Superbootszone, ja. Ich muss Quarkoff hin kriegen. Guapo liebt wieder. Oh, noch eine V, ne? Gott. Hey, Juan. Flak ist Geschichte. Der Himmel gehört dir. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rechter Todesengel sein. Wenn du meinst, solange du mir Deckung gibst. Ich geb dir Deckung, eine frische Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Legen wir los. Was kann ich hier? Benzin mitnehmen. Ist doch bestimmt noch mehr. Was ist das da hinten? Nach 500 Metern, da muss ich hin. So, es gab da nichts. Nichts war beim Leuchtturm. Ich bin bei Castillos Schiff. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jo, da hoch muss ich. Du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Erst gucken, dann schießen. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Das sind mehrere Alarme. Ach, Fallschirm, ich soll da jetzt rüberspringen. Thank you.
Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Danny. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Ein bisschen Benzin kann ich mitnehmen. Eine Kamera. Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. Wer weiß, wie lange noch. Was kann man denn da nicht machen? Kann ich auch nicht machen, als mich dazu nehmen. Scheiße! Wieso hat er mich gesehen? Ich stell die Wichser in Brand. Verstanden, Julio. Reißer, deck dich aus, Tommy. Bleib in Bewegung. Gracias, Reißer. An alle, lass niemanden an Bord. Wiederhole, niemanden an Bord lassen. Hier sind welche. Oh. Ach, das sind. Mal ein bisschen. Oh. Aua. Kann also.
Erstes Boot da. Bei dir klingt das so einfach, Juan. Eine Mission. Bin gerade etwas beschäftigt, Clara. Ich muss hier Munition aufsammeln. Nicht schießen. Wo sind die? So viel aus. Soll ich überspringen? Den habe ich. Den habe ich auch. Fehlt nur noch der da hinten oder was? Nee, das ist noch ein Sand. Habe ich den jetzt gerade gehatchtet? Da oben ist er. Jetzt ist er da oben, oder was?
Sind wir fertig? Zweites Boot gesichert. Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Dani. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Dani, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich muss mich zu einem Boot begeben. Wo bist du, Clara? Ach da. Da ist Clara. Viva Libertad, Dani. Das ist Feuerwerk. Muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Präsidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yaraner werden eine ganze Generation lang Yaraner umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblingsguerreros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Jefe. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Libertad wird euch wahre Yaraner umbringen. Traidores! Criminales! Puta! Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Come mierda. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen. Wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa,
Ich habe verstanden. Lever, hol hier ein. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Juli hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerriero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Ja, so. Mit Juan spricht. Ja, Rang auf Schick. Das Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Militärpräsenz. Okay. Ja gut. Mit Juan sprechen wir aber in der nächsten Folge. Da werde ich jetzt auch erstmal ein paar Tage pausieren. Ich denke mal, nächstes Wochenende kommt die nächste Folge, wo wir mit Juan sprechen. Und bis dahin, haut rein.